wärst du jetzt nicht Streetbeeler, sag ich mal, würde ich jetzt so wie bei allen mach auf einmal den Kuss geben. So. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich möchte gar nicht um großen heißen Brei rumreden. Wir haben hier den guten Big Baba. Ja, Mann. Was geht, Tolle? Bilal, erstmal moin, ich gebe dir nochmal die Flasche. Grüß dich. Vom Berliner Straßenjungen kriegt ihr die absolut Top 3 besten Chicken und kriegt von mir danach meine Einschätzung, was die Nummer 1 ist. Vielleicht sind die auch sehr unterschiedlich, du kannst es gar nicht vergleichen, ich lasse mich überraschen. Aber wir sind jetzt erstmal bei City Chicken, ne? City Chicken ist direkt hier am Start. Klassiker. Okay, ja, ich habe viel von dem gehört, viel in Videos auch schon gesehen. Heute überzeuge ich mich selber davon. Sieht sehr geil aus und dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns liebt, wenn ihr mich liebt, den Daumen oben knallen lassen, so richtig. Kommentar, Gutschein wird mal statt 50 Euro irgendwas einfach für den Support reinschreiben und der Gutschein wird random vergeben und da haben wir auch schon den Besitzer. Geht's dir, mein Lieber? Ja, läuft, bei dir auch? Super. Ich muss den Spruch bringen, bevor 1000 Mal in den Kommentaren kommt, Jesus. Jesus ist heute mit am Start. Mit was willst du mich heute überzeugen? Mit was wollt ihr mich überzeugen? Ich würde dich mit dem ganz normal, halbes Hähnchen, klassisches Menü. Klassisch Menü? Klassisch. Okay, dann legen wir mal los. Ahmed und Film Jonhan, gibt uns den Beat. Was sagst du, musst du uns noch was dazu machen? Ein Barbecue-Burger. Okay. Ist voll auf der Karte. Oh, geil. Der okay, den machen wir auch noch. Wie heißt du eigentlich? Ich habe gar nicht gefragt. Mein Name? Ja. Omar. Omar. Ach, du bist gar kein Deutscher. Nee, ich bin Libanese. Ehrlich? Ja. Oh, Libanese, Mann. Ja. Ich kenne alle Libanesen, die ich kenne, sind ehrlich. Sag immer die ehrlichen Libanesen. Oh, die brutzeln und knacken. Ja, war richtig. Geh mal ran, dann hörst du das Geräusch. Oh, hört ihr das? Omar, aber sag mal so ehrlich, ne? Das Hähnchen sieht natürlich auf Anhieb erstmal aus wie bei jedem anderen Laden. Aber warum ist es hier besser als woanders? Unsere Hähnchen sind erstmal keine Billighähnchen. Mhm. Heißt, wir zahlen ein paar Euro mehr, damit wir auch qualitative Hähnchen haben, die auch ein gewisses Gewicht haben. Ja. Unsere Gewürzmischung ist spezial, seit 26 Jahren geheim. Den Laden habe ich von meinem Onkel übernommen. Okay, geil. Ich habe hier früher gearbeitet, als ich 12 war. Ah, krass. Habe ich angefangen. Das ist Kinderarbeit. Tellerwäsche. Das ist Kinderarbeit. Ja, aber hat sich gelohnt. Probier und dann schauen wir weiter. Also bei uns alles wirklich frisch hier. Alles frisch. Wenn ich jetzt die Schublade hier aufmache, hast du frische Hähnchenbrust. Wenn ich jetzt hier unten aufmache, hast du die Bites. Ah, schön, also frisch eingelegt, bam rein. Alles eingelegt, frisch, bam. Und du bist auch ein Leckermäulchen wahrscheinlich. Und zwischendrin immer, wenn du Pause hast, zack. Mittlerweile darf man ihn gar nicht als Kunden bezeichnen, als Teilinhaber. Ich glaube echt, bei jedem Bewirbten, dass hier, ich glaube, er hat so eine Partnerschaft, 10%. Nee, es ist wirklich mein Lieblingshähnchen. Das Hähnchen, ich kann dir versprechen, du wirst nie ein besseres gegessen haben. Bila ist auch bald Check Plus am Start. Ich habe heute mein T-Shirt nicht an, weil es in der Wäsche war. Holle 10 ist noch jetzt der Code. Big Baba 10. Beide, wir können beides nehmen. Check Plus Support für die besten Supplements. Ist Fakt. Fakt. Made in Germany. Und mir ist gerade so eine Idee gekommen, Bila, und du wirst unterschreiben. Guck mal, die Leute machen immer für die High Society, machen so Sachen, überziehen irgendeinen Burger mit Gold, investieren voll viel Geld für sowas. Mach doch mal einfach einen Teller, nur mit Hähnchenhaut. Es gibt einen Laden hier, ja? Wir können auch reinhören, die verkaufen Hähnchenhaut, nur Haut. Das verändert gerade mein Leben. Da waren wir auch heute hin. Boah, ich muss die Kamera kurz ausmachen. Das wird auch unsere dritte Station heute sein. Boah, scheiße, das muss ich einmal kurz sagen lassen, Mann. Aber dieses Stück ist heiß für dich. Okay, Digi, ich versuch mal. Boah. Ganz harte Röstung vom Grillmann. Das ist anders, Leute. Ich schwör's euch. Jede einzelne Linie, ein Röstaromen. Leichtes Salz durch die Soße noch. Wild. Musst du dir vorstellen, von 100% unserer Kunden, die klassisch bestellt haben, es gab ja noch klassisch. Ja. Wir stellen jetzt mindestens 50-60% spezial. Und wir haben auch spezial jetzt genommen. Ihr habt 2 Menü klassisch genommen, aber ich hab gesagt, ich mache euch ein klassisch und ein spezial.
Das ist die klassische Variante. Ja. Und das ist die Spezialvariante. Oh. Die Spezial ist nochmal auf Grill gepackt und noch mit so einer Knoblauchpaste eingerieben. Und guck mal das. Das ist Chiliöl. Aber ich sag dir ehrlich, früher war das Chili noch härter. Ja, weil viele Leute Probleme hatten mit der Verdauung dadurch. Ja. Haben wir es dann ein bisschen. Also hier hat es, glaube ich, wirklich sagen, zweimal gebrannt. Also sogar dreimal wahrscheinlich. Ich schieße eure Handschuhe, falls ihr Handschuhe anziehen wollt. Dankeschön. Okay. Dann lasst es schmeckt. Ich beobachte jetzt. Ja, vielen Dank. Brot. Zack. Direkt auf die Brust. Hähnchen mit Haut. So. Und dann tunkst du es in Knoblauch und in Hummus rein. Aha. Und dann nochmal hier schön ins Öl. Und auch noch ins Öl? Natürlich. Und dann genießt du meinen Rollen. Genießt. Und jetzt einfach mal ein Stück von der Haut. So eine Haut gibt es nicht woanders. Sag halt. Du bist jetzt erstmal das ebenste Gebissen, ne? Das kannst du nicht vergleichen mit irgendwas. Frag euch mal, wann ihr diese Kombi hattet. Diese Knoblauch-Hummus, Hähnchen und Chili-Soße. Aber das schmeckt heftig, Leute. Ganz ehrlich mal. Tut mir mal einen Gefallen. Mit der Gabel einfach nur so ein bisschen Hähnchen. Aber mehr Haut. Nein, mehr Haut. Dass du Haut dran hast. Ja, dann muss ich hiervon noch Haut klauen. Ja, und dann einfach runter damit. Und die Schärfe perfekt von diesem Öl. Mhm. Überhaupt nicht trocken. Saftig, soft. Ja, cool. Also ich muss noch mal den Geschmack greifen von dem eben. Das hat mich so umgehauen. So, das Geilste. Komm, wir nehmen hier noch mal das hier. Den hier. Den hier. Den kann ich euch auch nur raten, wenn ihr hier seid bei City Chicken. Das ausprobieren wollt. Jetzt spielt das Olivenöl noch rein. Ihr habt halt dieses Giftige durch diese Knoblauchsoße. Ihr habt dann noch dieses fruchtige Olivenöl. Das Chicken generell von seiner Salzigkeit, von seiner Deftigkeit, die Schärfe durch das Chili. Das ist eine Weltklasse-Kombi. Ich habe noch nie vorher so gegessen. Auf deutscher Basis, immer nur Ketchup oder so. Nee. Ich will direkt das Hähnchen hier auch noch mal kosten. Einfach das, so ist das ist jetzt die Spezialvariante. Noch mal extra gegrillt. Wisst ihr, was das hat? Das hat jetzt die Grillnote. Das hat die Grillnote. Und das ist für mich wirklich noch fünfmal geiler als das. Ich sage so meine Einschätzung, 1A Hähnchen. Aber nicht das Beste, was ich je gegessen habe. Allerdings diese Kombi mit dem Brot und dem, Weltklasse. Das Hähnchen alleine für sich, Weltklasse. Leute, sage ich euch direkt jetzt, das ist eine 9,5 für mich von 10. Das wird ganz wild zu toppen. Ich weiß nicht, wie du das noch toppen willst, Spieler. Also ich sag dir ehrlich, Berlin, halbe Hähnchen, das ist die Nummer 1. Ich teile den hier noch durch. Ja. Übrigens ein klassischer Tipp. Das sind die gekauften Buns von Edeka oder wo war das? Normalen Brioche. Normalen Brioche, die kannst du absolut nehmen. Die sind besser als die meisten, komischerweise geschmacklich. Von okay, Leuten, heute hat er die Barbecue-Variante gemacht? Hat er gemacht. Er hat auf jeden Fall gepinselt. So. Okay. Dann hat er es verfeinert, weil normalerweise war es voll mit Barbecue-Soße. Ah. Richtig weich, soft, aber trotzdem knackig von dem Chicken. Starkes Ding, ne? Mhm. Gute Barbecue-Soße. Dann habt ihr hier noch Gürkchen unten drunter. Das ist keiner Chicken Burger, Mann. Selbst im Burger Ranking kriegt das sogar eine 8 von 10 kriegt der Chicken Burger von mir. Ist auch der stark, Mann. Obwohl man nicht damit rechnet? Bilal, stark, Mann. Ich liebe dich für diese Station, Mann. Diese Station ist Legende. Glaub mir, Bilal hat Ahnung hier aus Berlin. Abonniert auch gerne den Kanal, verlinke ich am Ende. Ihr kennt hier das gute Essen, die guten Tipps. Wärst du jetzt nicht Street Bilal, sag ich mal, würde ich jetzt so wie ich bei allen mache, auf einmal dir Kuss geben. So. Ab zum nächsten Spot. Wenn du mich jetzt nochmal flashen kannst, Bilal, ich schwör's dir, heute passiert was mit uns beiden. Ja. Wir waren jetzt gerade bei der arabischen Variante von Chicken und Hühnerhaus ist sozusagen die türkische Variante. Was ist daran türkisch? Die Inhaber, der Bezirk. Die haben hier so eine geile scharfe Soße, die ich auch sehr liebe hier. Und bei Hühnerhaus hat alles angefangen mit so einem kleinen Imbiss. Ja, der ist hier, da fing alles an. Der war so beliebt damals, die sind alle hergefahren, um hier halbes Hähnchen zu essen, dass die irgendwann mal den Laden gegenüber aufgemacht haben, richtig Restaurant. Da haben die jetzt aufgemacht, Restaurant. Und du sagst, da ist auch die bessere Variante dazu essen, ne? Ja, weil wir da sitzen können. Das ist 2 für Bilal, das heißt, da ist auf jeden Fall Interpretationsfreiheit. Wir wollten, was essen wir, Bilal? Klassisch, würde ich so sagen. Klassisch. Die Nummer 4. Wie viel sind das? 13. Krieg können wir nicht umsonst kriegen, oder? Nein? Kannst du nicht Chef fragen, wa? Guck mal, was hier steht. Cash only. Cash only. Kann ich dir einmal die Kamera in die Hand drücken? Ehrlich nicht? Doch, ich gebe dir einmal. Wie viel macht das? 13 Euro. Machen wir 13,10. Scheiß drauf. Ich gebe dir einfach 15. Wir haben jetzt reines Flair und so. Nicht so familiär, nicht so. Gut die Stimmung da irgendwie, ne? Wo hier? Hier. Bei Dings ist geiler. Ja, bei City Chicken ist
viel geiler. Besser, ne? Ja, dann warten wir mal eben kurz, bis das Essen kommt. Was ich auf den ersten Blick schon sehe, die machen halt diese Knoblauchpaste, aber das ist halt ein arabisches Ding. Diese Tumi ist arabisch und die wird auch gut sein, aber die wird niemals an die arabische rankommen. Das werde ich euch gleich sagen. Aber was hier wirklich Baba-mäßig ist, ist eine Gewürzexplosion, ist die scharfe Soße. Ja. Die ist auch nicht scharf, ist einfach nur so eine pikant, würde ich mal sagen. Aber wo du das Chicken siehst, Bilal, würdest du sagen, die sind geizig? Nur noch mal jetzt ganz kurz. Nicht geizig, aber mir fällt direkt auf, dass es viel kleiner ist. Ja. Okay, die scharfe Soße ist mir direkt aufgefallen. Also die scharfe Soße, die liebe ich wirklich. Wisst ihr, an was du mich erinnert? So ein bisschen von den Dönerläden, die scharfe Soße. Böhre, der Dönerladen, Mangal oder so, von dir den Ja, Dönerlern. Genau. Schmeckt nicht so, schmeckt aber geil. Ich sage direkt, großer Curry-Ketchup-Anteil in der Soße. Schöne Schärfe noch, solides Ding. Und jetzt die Tumi, du hast auch den Vergleich. Und Geschmacksexplosion, sagt Bilal schon richtig. Ist wirklich deutlich stärker beim anderen. Natürlich. Die würde ich sogar sagen, ist schlecht. Natürlich. Weil die ist sehr mayonnaisenlastig und schmeckt einfach zu einer Mayonnaise. Genau. Siehst du schon, ohne die zu probieren, von der Optik. Ich komme mir gerade so vor, als würdest du mir eben den besten, jetzt den schlechtesten Chicken zeichnen. Nein, ich zeige dir definitiv nicht den schlechtesten. Eine gute Hähnchenadresse, Alternative. Ja. Aber natürlich wäre immer für mich meine erste Anlaufstelle das City Chicken. Okay, aber nichtsdestotrotz nicht aus den Augen verlieren den Fokus, sondern das Chicken soll hier mega sein. Das werde ich jetzt probieren. Ist von außen schon sehr übertrieben. Du musst es nur an den Mund anlegen. Der Geschmack ist ganz durchdringend, intensiv stark. Wenn du jetzt hart auf hart kommst, ist es ein bisschen trockener als bei Fritchen. Mhm. Ja, das ist deutlich trockener. Das Fleisch ist einfach nicht so würzig. Deshalb musst du die Haut mit dem Fleisch zusammen. Genau. Das ist Baba. Das Hähnchen würde ich als vernünftig bezeichnen. Kann man sich geben. Aber das Hähnchen ist für mich absolut nicht irgendwie special. Also, was heißt nicht special? Ist kein Chicken, wo ich jetzt sagen würde zu euch, Party in Essen Chicken. Das auf jeden Fall nicht. Aber ist vernünftig, kann man essen. Hier würde ich 6,7 geben. Los zur nächsten Location. Wir sind jetzt bei der letzten Location gleich. Da kann man Haut, nur die Haut vom Hähnchen bestellen. Und was ist denn passiert? Ich bestelle ja mal einige Sachen und da kam der Kellner, hat gesagt, ich habe gesagt, und die Haut, kannst du mir die empfehlen? Nein, also da empfehle ich lieber diese Popcorn-Chicken. Und da habe ich gesagt, oh, krass, ein Kellner, der mir abrät, was zu bestellen. Ja. Aber abends hat mein Bruder mir wieder gesagt, ey, hast du die Haut probiert da? Da habe ich gesagt, der Kellner hat mir davon abgeraten. Nein, nee, Quatsch, die musst du probieren, die ist geil. Und die hattest du vorher noch nicht probiert? Nee, hatte ich noch nicht probiert. Okay, dann werden wir die jetzt auch noch mal snacken. Aber das Chicken an sich ist auch heftig. Jetzt haben wir halt die koreanische Variante. Die koreanische Variante, okay. Es gibt aber einige koreanische Varianten hier in Berlin, die schmecken mir nicht. Die arbeiten zu viel mit Soja und hier ist das nicht der Fall. Dann lasst uns mal überraschen, Leute. Bis gleich. Haut bestellen wir, dann normale Wings, Popcorn einmal. Ah, was hier? Oh, das habe ich dir vergessen. Was hier der Kracher war, womit ich nicht gerechnet habe letztes Mal, waren die Pommes. Vertrau mir. Okay, machen wir. So, Bilal, das sieht wild aus, Mann. Wild aus. Ich würde dann direkt noch heiße Pommes probieren, wie die heiß sind. Auf jeden Fall keine normalen Pommes. Nee. Okay, heute finde ich die ein bisschen labbriger als letztes Mal. Da gehen durch, Mann. Haben wir was anderes? Du merkst selbstgemacht? Frage, steht man jetzt auf dieses selbstgemacht Feeling und zieht das vor zu diesen klassischen fritösen Pommes? Die sind auch frittiert, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Kann man essen. Das ist die Haut, die habe ich jetzt auch zum ersten Mal. Mhm. Ich würde mal sagen, probieren wir mal ein Stück. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die nochmal frittiert ist, Mann. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, nee. Oh, nee. Die schmeckt wie Schweineschwade, ne? Das kann ich nicht sagen. Ja, stimmt. Hat der Kellner letztes Mal recht gehabt? Noch keine Power hinter, Mann. So, Popcorn. Nein, die Parmesan-Knoblauchsoße. Ich finde die Dinger in Ordnung. Gucken wir mal. Schön scharf. Mhm. Sieht ihr auch schön die kleinen Chilis. Also die sind gute Schärfe. Also für Bilal wahrscheinlich nichts. Ich merke die Schärfe schon. Also ist spicy, ja. Scharf würde ich noch nicht bezeichnen. Du hast wirklich diesen krassen Chili-Geschmack da drin. Nicht nur einfach scharf, das ist das Flavor von dem Chili. Das ist stark. Also von der Haut muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Haut stelle ich mir anders vor. Ganz anders. Ich dachte, ich kriege jetzt richtige Hähnchen aus. Ich auch.
Das verbrennt ihr beim Maul, du. Sag mal so, wenn ihr mir jetzt eine Einschätzung braucht, ich bin Mittelscharfesser. Für einen deutschen Gaumen kann ich scharf essen, aber ich kann ruhig schon ein bisschen scharf essen. Und die sind schon für mich so perfekt an der Grenze. Schärfer wärst du mich für mich zu haben. Oh, meine Fresse brennt wieder. Ah, komm, hör auf, Wolle. Komm, hör auf, Wolle. Aber gut, ich sag euch so, meine ganz klare, unverblümte Meinung. Laden 1 war für mich Weltklasse. Hier würde ich, bewerte ich jetzt einfach mal die Geschichte und die würde ich sagen, für mich eine 7 von 10. Lecker. Ja. Aber hat mich jetzt nicht vom Sockel gehauen. Aber mit Nummer 1 hast du mich komplett kaputt gemacht. Das ist natürlich so ein neuer, moderner, hipster-mäßig so. Mhm. Kann man mal machen, ne? Kann man essen, safe. Aber ist nicht so, dass du sagst, oh, ich habe zweimal die Woche Bock. Nee, aber würde ich hier wieder vorbeigehen, hätte gerade Hunger, würde ich auch wieder bestellen. Genau. Hat Spaß gemacht mit dir heute. Hallo. Sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne mit dir. Ja, ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder am Start. Schreib's gerne rein, wenn ihr Bock habt auf eine Folge mit Bieler. Wir lassen den Daumen oben, knallen gerne. Vielleicht auch für eine zweite Chicken Tour. Und Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.